Servus, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines mit Flair. Und heute zeige ich euch eine Insel, die ihr nur mit dem Schiff erreichen könnt und keine Straßenverbindung zum Festland hat, wie hier zum Beispiel. Und das macht man ganz einfach. Das Wichtigste ist, dass die Insel einen Frachthafen hat für Güter und natürlich einen Personenhafen für Menschen. Und hier habe ich sogar jetzt noch einen kleinen Hafen gebaut. Oder eine Bootsanlegestelle, die leider Gottes sehr überfüllt ist. Und damit können dann die Leute hier rüber zur Hauptinsel fahren, direkt an den großen Hafen, der leider noch nicht fertig gebaut ist. Genau, das sind die wichtigen Sachen, wo man eigentlich wissen muss, wenn man so eine Insel baut. Diese Insel hat jetzt ungefähr, ich kann mal kurz drauf gehen. Wenn ich hier auf Stadtviertel gehe, diese Insel hat insgesamt knapp eine Bevölkerung von 1000 Einwohnern. Und das heißt, um sie wirklich nur mit einem Schiff zu verbinden, sind es fast schon zu viele und die Insel ist fast schon zu groß. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr alles auf der Insel habt. Ihr braucht auf der Insel eine eigene Müllverbrennungsanlage. Ein bisschen Industrie natürlich, damit die Leute auch arbeiten können. Aber was auch wichtig ist, ist natürlich ein Krankenhaus zu haben, einen Friedhof zu haben, Feuerwehr oder hier in dem Fall Polizei zu haben und natürlich auch Feuerwehr, damit alles auf der Insel abgedeckt ist. Ihr müsst also quasi nochmal von ganz vorne anfangen. Hier habe ich auch eine U-Bahn-Linie gelegt, die direkt nach vorne hier zum Hafen geht. Jetzt, okay, das Schiff schafft es wohl nicht so gut, auf dem Wasser zu wenden. Genau. Und danach könnt ihr dann ganz nach Belieben eure Stadt verschönern, bisschen auffrischen, damit die später schön aussieht und gut funktioniert. Und im Großen und Ganzen macht Maulbeerhügel eigentlich auch richtig viel Spaß, sowas zu bauen und sowas mal auszuprobieren. Also macht's bitte nach und schreibt mir in die Kommentare, ob es bei euch auch so gut funktioniert hat. Und vielen Dank fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, euer Flair.